Ich begrüße euch aus Deutschlands schnellstem Klimaschützer, der ICE1 im Gewand mit dem grünen Streifen. Da sehen wir es, Deutschlands schnellster Klimaschützer. Das Repaint gibt es in der Videobeschreibung, wenn alles gut läuft. Ansonsten mal bei railsim.de oder bei trainsimcommunity.com nachschauen. Da müsste es auch das Repaint geben. Vermutlich nicht für die Konsole verfügbar. So viel sei schon mal gesagt, denn ich glaube, der ICE1 ist nicht im Creators Club zu haben. Der Triebzug hier gesettet in Rosenheim, auf die Heimatstadt getauft. Und ja, gucken wir uns gleich alles in Ruhe an. Ich würde sagen, wir drehen uns noch nach hinten, schalten uns PZB und LZB an. So, jetzt ist die LZB an, denn normalerweise ist das nämlich nicht so, dass wenn man auf einem Kabel, auf einem LZB-Kabel drauf liegt, in Anführungszeichen, und dann die LZB anmacht, dass man sofort in der LZB drin ist, sondern es gibt halt so Ein- und Ausgangspunkte. Genau, es gibt da Ein- und Ausgangspunkte für die LZB. Und wenn man diese dann passiert, dann ist es tatsächlich so, dass man in die LZB aufgenommen wird. So, Türen machen wir schon mal zu. Sehen wir hier, dass die Türen zugehen. Sind unterwegs im ICE 776 und fahren heute von Fulda nach Kassel-Wilhelmshöhe. Hier auch mit der entsprechenden Bezeichnung, mit den Details hier am Rand, mit Bremsbeschriftung, Zulassung Deutschland und Schweiz, Revisionsdatum, und hier haben die einzelnen Waggons, haben hier einzelne Wagennummern. Das ist genau, das ist der Wagen 802-545-9. 802 bedeutet, dass es ein zweite Klasse-Wagen ist. Hier haben wir 409. Moment, das ist aber falsch. Da ist mir leider jetzt ein Fehler unterlaufen. Der sollte nicht 401-505-9 heißen. Na, okay. Hier haben wir 802. Okay, da ist mir was dann mit der Wagenbezeichnung da leider ist mir dann ein Fehler unterlaufen. Ich guck mal, dass ich den korrigiere bis zur Veröffentlichung, aber ich kann es nicht mehr garantieren. Ist das eine Schule? Sieht ein bisschen so aus, oder? So, wir dürfen 160 fahren. Wir sind immer noch nicht in der LZB aufgenommen. Hoffen wir mal, dass das noch passiert im Laufe der Fahrt.
Sehr gut. Also wie gesagt, ne, wenn man praktisch den Zug gerade erst in Anführungszeichen anmacht und dann die LZB anschaltet, dann wird man nicht sofort in die LZB aufgenommen. Ich hoffe, der Fehler ist draußen bis zum Release von TSW 3. Wie gesagt, das ist eine Vorabversion, auf der ich hier noch aufnehme. Sondern es gibt halt so gewisse Eingangspunkte, die man überfahren muss. Und wenn das passiert, dann wird man in die LZB aufgenommen. So, ich glaube, die Sifa ist gar nicht an, ne? Ziffer. Funktioniert das? Ich hoffe. Ich lasse mal das Führerstandslicht an, damit man ein bisschen noch auch was sieht. Und es blendet halt einfach nicht. Dementsprechend finde ich es ganz angenehm. Er braucht aber ordentlich lang, um auf Tempo zu kommen, ne? Weil ich glaube, wir fahren auch ja, ein Stück bergauf. Dann ist natürlich klar, dass das nicht so schnell geht. Was sind das denn für Lichtblitze gerade gewesen? Sah aber nicht gut aus. Ach, irgendein kleiner Grafikbug, wenn man in die Außen. Ah, sehr schön. Dynamisches Wetter ist natürlich auch aktiviert. So, hier sehen wir auch die aktuelle Geschwindigkeit, die auf der AFB eingestellt ist. Das sind 250 km/h. Hier sehen wir die aktuelle Geschwindigkeit, die wir fahren. Das sind 230. Und hier sind wir auf einem wunderschönen Viadukt. Ach, ist das nicht herrlich? Also es ist halt schon ein Unterschied zur LGW. Ne? Das ist ja eine Strecke, die ist vergleichsweise, hat gewisse Ähnlichkeiten zur LGW. Nur halt hat die LGW viel weniger Tunnel, weil da viel mehr Flachland in der Gegend ist. Und trotzdem sieht Kassel-Würzburg einfach viel, viel schöner aus, weil die Szenerie in der Distanz noch weit ausgearbeitet ist und einfach sehr, sehr detailgetreu, ja, vielleicht nicht unbedingt detailgetreu, aber detailliert ist, während es halt bei der LGW schon recht nah am Streckenrand mit der Szenerieausgestaltung ziemlich stark bergab ging.
Nichtsdestotrotz fahre ich sehr, 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 sehr gerne auf der LGW. Gerade mit dem TGW macht das sehr viel Spaß. Aber man merkt halt schon den Unterschied bei der Ausgestaltung der direkten streckennahen Objekte und vor allen Dingen aber auch eben bei den streckenweiten Objekten, die ein bisschen weiter weg sind, die nur so im peripheren Sichtfeld sind. Aber das macht halt eben den Unterschied. Und hier ist es halt wirklich so, dass man sich denkt, ja, das kommt so oder so ähnlich hin. Was mir auch gefällt, sind hier diese Lichteffekte, wenn hier immer mal wieder so zwischen dem Laub die Sonne hier reinstrahlt. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Und dann hier wieder auf dem Viadukt und wir haben halt in der Ferne so einen gewissen, ja, so eine gewisse Form von, ja, so, wie kann man das nennen? So eine etwas diesige Luft. Und das wirkt halt schon so, als sei das eben weit weg, weil häufig da ja so gewisse Luftverwirbelungen dazu führen, dass dann alles so ein bisschen weniger gesättigt in der Ferne aussieht. Und das ist, finde ich, diesmal sehr, sehr gut gelungen im TSW, das darzustellen. Gerade auf so einer Strecke, die eben viel durch Täler führt, merkt man das halt eben besonders. Dass normalerweise gerade zu Sonnenaufgang vor allen Dingen eben so ein Gebiet schon ordentlich dampft. Also ich weiß nicht, wer schon mal von euch zum Sonnenaufgang in einem Wald war, gerade so im Herbst oder im Frühling. Aber wer das noch nicht gemacht hat, einfach mal machen. Es ist unglaublich, wie da der ganze Dampf aufsteigt früh morgens. Das ist schon ganz, ganz herrlich. Und so einen ähnlichen Effekt hat man mehr oder weniger geschafft, auch hier rüber zu bringen. Die Beleuchtung ist natürlich der absolute Wahnsinn, ne? Also dieses wunderschöne orange-goldfarbene Licht. Ein paar Wolken sind aufgezogen. Wir haben einen riesigen Parkplatz. Und dann fahren wir rein in den nächsten Tunnel, die übrigens alle beschriftet sind. Das hier ist der Warteküppeltunnel und ich glaube, wenn man hier rangeht in erster Person, dann kann man sogar noch die Länge die wird dann praktisch als Collectible hinzugefügt. Glaube ich zumindest. Aber ich habe es bisher nicht ausprobiert und ich will aber auch ehrlich gesagt nicht aus dem Führerstand springen, um es auszuprobieren. Ja, hier sind wir dann praktisch im nächsten Tunnel und die haben halt alle tatsächlich Tunnelnamen, so wie eben in Realität und hier sind auch die Schilder mit dabei. Von mir den Hattenbergtunnel. Und vom Hattenbergtunnel geht es halt in den nächsten Tunnel. Den können wir uns gerne auch nochmal angucken. Das ist der Kirchheimtunnel. Und das finde ich einfach sehr cool, wie man da so in der Röhre dann verschwindet und dann vom Tunnel auf dem Viadukt ins nächste Tunnel. Siefer. Hier haben wir noch ein paar Güterwagen abgestellt. KIJLS. Und in den nächsten Tunnel rein. Hier haben wir noch so eine Art Umspannwerk.
einen schicken Werktunnel und hier vielleicht so eine Art Evakuierungsfläche. Gibt es sowas nicht bei Schnellfahrstrecken? Müsste es doch, glaube ich, geben, ne? So eine Art Evakuierungsfläche. Achten wir mal darauf, ob die verbaut sind. Also die gibt es vielleicht auch nicht bei jedem Tunnel. Gerade bei den etwas kleineren wohl nicht. Hier haben wir jedenfalls sowas schon mal nicht. Aber das ist auch kein großer, langer Tunnel. Hier gab es das wohl auch nicht. Hier auch nicht, aber auch wieder ein sehr kleiner Tunnel. Kurzer Tunnel. Hier könnte es vielleicht eine Evakuierungsfläche geben. Mal schauen. So, wir haben einen HP-0 zu erwarten. Gab es jetzt aber nicht. Also ich gehe mal davon aus, wenn es die in Realität gibt an den jeweiligen Tunneln, dann wurden die auch verbaut. Denke ich mal. Alles andere würde mich schon wundern. Lass mir das Licht aus. Okay, das HP-0 ist auch wieder weg. Ja, dann ist ja gut. Und da kam uns endlich mal ein Kollege entgegen. Sehr schön. Man kann halt eben nicht besonders oft in die Außenkamera springen. Also man kann es schon, aber es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten hier auf der Strecke, weil viele eben davon im Tunnel passiert. Ja, also wenn ich jetzt hier in die Außenkamera springe, dann werde ich hier rausgeschmissen sogar. Das Video ist übrigens einen Tag aufgenommen vor der Early Access Veröffentlichung, nur so als kleine Orientierung. Ich konnte jetzt entsprechend natürlich, wie gesagt, das ist ja noch vor Early Access, der Moment, wo ich jetzt gerade hier aufnehme, konnte ich jetzt natürlich alles noch nichts mit Mods und weiteren Repaints und so vorstellen. Das Repaint hier
Kann ich halt nur vorstellen, weil das eben mein eigenes ist, an dem ich jetzt in den letzten Tagen gearbeitet habe. Ach, ist das nicht schön, oder? Ich denke ganz kurz, dass ich jetzt gerade aus dem Führerstand rausgeflogen bin. Also, wirklich Fahrten im Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Absoluter Favorit. Das ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen, Fahrten im Sonnenauf- und Untergang waren eigentlich im TSW 2 immer besonders problematische Tageszeiten, weil die Beleuchtung da teilweise wirklich, wirklich schlecht war. Sowohl generell so von den Farben her, als auch von den Gegenständen, die dann beleuchtet wurden. Die waren dann teilweise eigentlich viel zu dunkel oder viel zu hell. Teilweise wurde es dann praktisch während des Sonnenuntergangs zwischendurch sogar nochmal heller und dann wieder dunkler und dann wieder heller und dann war die Sonne weg. Also das war alles halt insgesamt nicht so ideal gelöst. Und jetzt, die Wolken sind noch ein bisschen weiter aufgezogen und fängt sogar an zu regnen. Doch, ja, tatsächlich. Es fängt sogar an zu regnen. Also Scheibenwischer an. Also das mit dem dynamischen Wetter, das funktioniert auch nach wie vor. Es ist halt ein bisschen, also die Änderungen sind an sich passieren in kürzeren Abständen, als man es in Realität erwarten würde. Denn in der Regel ändert sich halt das Wetter nicht irgendwie in 10 bis 15 Minuten Takt, sondern dann bleibt es halt mal eben für 2-3 Stunden völlig unbewolkt und dann ziehen Wolken auf und dann noch 1-2 Stunden später fängt es an zu regnen. So hätte man das natürlich auch machen können im TSW, aber man hat sich halt aktiv dagegen entschieden, weil im Grunde genommen hätte man dann dynamisches Wetter, ohne dass es einem nützen würde, weil man ja meistens nicht viel mehr als eine Stunde oder so fährt, ne? Und in dieser einen Stunde passiert in Realität halt nur selten ja so ein großer Unterschied. Dementsprechend ändert sich halt das Wetter im TSW 3 etwas schneller, etwas kurzintervalliger, als es in Realität zu erwarten wäre. Aber das ist halt eben sinnvoll, weil, wie gesagt, wenn man das eben komplett an die Realität anpassen würde, dann müsste man halt 3 Stunden warten, bis es dann mal anfängt zu regnen. Erst nach so einer, gefühlt nach einer Fahrt von 3 Stunden. Und das ist halt auch dann redundant, dass man überhaupt dynamisches Wetter hat, weil keiner von uns fährt in der Regel so lange, dass man davon dann wirklich profitieren würde. Ich glaube, hier im TSW ist es so ungefähr so 10 bis 15 Minuten Takt, wird dann einmal neu berechnet, welches Wetter da jetzt auftauchen könnte. Jetzt haben wir jetzt wirklich, ja, also jetzt geht es schon in Richtung ordentlicher Regenschauer, vielleicht gewittert es sogar gleich noch, aber das finde ich halt vollkommen in Ordnung. Man kann ja, wenn man sich dadurch gestört fühlt vom dynamischen Wetter, kann man es ja immer noch ausschalten. Das ist ja gar kein Problem. Ja, wer halt nicht gerne im Regen fährt, der kann das ausschalten. Es ist nur ein nice to have für all die, die es halt gerne haben wollen. Aber es ist kein Muss, dass man es immer aktiviert haben muss, dass man da gar keine Entscheidung mehr hätte. So, ich glaube, es hat tatsächlich gerade ein bisschen geblitzt. Ne? Wir haben auch die Ankündigung auf 180 in 6 Kilometern. Und sind dann auch nicht mehr allzu weit weg von Kassel. Hier noch der Gegenzug. Ich glaube, bei den Geschwindigkeiten bringt es auch gar nicht so viel, die
Scheibenwischgeschwindigkeit auf so viel höher einzustellen, weil durch den Fahrtwind wird ja schon viel von dem Regen wieder direkt nach oben gepresst. So, Gefahrenleuchtmelder piept vor sich her. Aber bisher macht das die LZB ganz gut, kommt auch mit den Witterungsverhältnissen zurecht. Da hat es jetzt gerade geblitzt. Hoffen wir mal, dass es nicht zu irgendwelchen Störungen der Oberleitung kommt oder zu umgekippten, entwurzelten Bäumen, die dann auf der Strecke liegen. Das ist ja wirklich schlimm. Ich hab in Pi mal Daumen im Monat eine recht lange Zugfahrt vor mir und hoffe einfach nur, dass sowas an dem Tag oder an dem Tag davor nicht passiert. So groß mit Unwetter und Gewitter und so, dass man gar nicht mehr von A nach B kommt. Huch, da hat es gerade im Tunnel hineingeblitzt. Das sind natürlich Dinge, die so nicht passieren dürfen. Aber auch da kann es halt sein, dass die zum Release von TSW 3 weg sind. Das wisst ihr ja jetzt. Ich weiß das nicht. Ihr, die ihr gerade hier zuschaut, habt da mehr Wissen als ich, der jetzt gerade hier aufnimmt. Weil ich ja den zeitlichen Nachteil habe. Da schon wieder. Ja, also das wird hoffentlich gefixt. Ob es gefixt sein wird zum Release, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hoffe sehr, dass das praktisch in so einem Patch noch nachgeliefert wird. In diesem Sinne. Glaube, nee, wir müssen, glaube ich, kein LZB-Ende bestätigen, weil durch Kassel auch die LZB verlegt ist. Da vorne kommt ein Halt zu erwarten. Müssten wir natürlich bestätigen, machen wir jetzt aber nicht, weil wir in der LZB sind. Schon noch 2 Kilometer, aber wir haben ein HP0 in 400 Metern. Da ist er doch schon. Offensichtlich ist noch unser Gleis belegt, oder? Wobei, da hinten habe ich schon was Grünes aufblitzen sehen. Fragen mal beim Fahrdienstleiter. Nee, okay. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, der ist gerade abgefahren. Dann müssten wir jetzt in Kürze... Ja, da ist er auch schon. Die Freigabe bekommen.
Wir rollen nach hinten. Nicht gut. So, und da vorne ist auch schon das gute Kassel-Wilhelmshöhe. So, Leistung runter. Wir lassen rollen. Wagen. Mit 60 am Bahnsteigsanfang passt doch ganz gut. Und die LZB bremst auch schon für uns. Herrlich, wir müssen gar nichts machen. Weg von der Markierung. Ach, Leute, ey. Den markierten Bereich darf man nicht betreten. So, das sind wir, die wir hier nach Oldenburg fahren. Da sind wir. Fahrmotorlüfter gehen aus. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.